Was treiben Brauereipferde, Dynamo Dresden und Siegener Fans zusammen mit der Polizei an einem frühen Sonntagmorgen vor den Toren der Stadt Siegen? Sie folgten alle dem Aufruf zur gemeinsamen Kremserfahrt anlässlich des Zweitligaspiels Sportfreunde Siegen gegen Dynamo Dresden. Und dieser Mann, Achim Wittich, hat die Kutschfahrt ins Leben gerufen. Der Westerwälder Sachse ist mehr als nur ein Dynamo-Fan. Seit vielen Jahren lebt der 45-Jährige 500 Kilometer entfernter Heimat in Montabaur. Doch sein Herz ist immer schwarz-gelb geblieben. Das ist typisch Achim. Das heute mit der Kremserfahrt, das hat er schon seit anderthalb Jahren geplant. Und dass er so ein großes Ausmaß nehmen würde, hätte er, glaube ich, selber nicht gedacht. Es ist nicht die erste Aktion, die der selbstständige Kachelofenbauer initiierte, wenn es darum geht, das Image der Dynamo-Anhänger zu verbessern und Vorurteile abzubauen. Ja, im Vorfeld wurden viele Gerüchte verbreitet, von wegen die bösen Dynamo-Fans, aber bis jetzt hat sich das nicht bestätigt. Auch zur Freude der Siegener Anhänger erschienen pünktlich zur Abfahrt die Dynamos Steffen Heidrich und Thomas Neubert. Noch schnell ein Autogramm erhascht und dann ging's los. Mit 5 Kremserwagen und 3 Doppelstockbussen zog man gemeinsam in Richtung Leimbach-Stadion. Die Stimmung auf den Wagen, die Fanclubs aus ganz Deutschland einte, war ausgezeichnet. Steig vor deinem Wagen ab und warte auf mich. Nur Achim hatte keinen Platz abbekommen und musste im Bus hinterher. Wie bist du eigentlich auf die Idee? Ach, die Idee war ganz einfach. Wo damals Sportfreunde Siegen vom Aufstieg standen, habe ich ganz trocken gesagt, also wenn die aufsteigen, dann komme ich mit der Kutsche nach Siegen, wenn Dynamo da spielt. Ja, Idee war ein 4-Spänner und ihr seht ja jetzt, was jetzt draus geworden ist. Du fährst mit Bus? Ich war jetzt zur Zeit mit dem Bus, ich habe einen Anschluss verpasst. Doch das kann auch Vorteile haben, denn nicht jeden Tag kommt man den Profis so hautnah. Steffen Heidrich und Thomas Neubert wurden mit Fragen bombardiert und bestaunten den Enthusiasmus der Fans. Wir haben ja gerade noch einen hier, das Schwabenregal zum Beispiel, eben die Stuttgarter Gegend hier, bis die hier ein Gefängnis haben, bis sie fast allen Auswärtsspielen fahren. Ein Spiel ist halt leider zu weit, aber sieht man immer in diese Ausmaße, wo wir überall Fans haben. Ne? Und das ist schon ein schönes Gefühl. Im Stadion angekommen, trennte man beide Fanlager. Doch am Rande des Spiels wurde eine Fanfreundschaft besiegelt, die initiiert von Achim Wittig beispielhaft fortgesetzt werden sollte.